Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect Legendary Edition. Wir machen uns auf nach Pharos. Zumindest ist das mein Plan. Hier sind wir erstmal durch. So, hier haben wir Pharos. Die anderen Systeme werde ich immer so häppchenweise dazwischen schieben. Je nachdem, bei einigen haben wir ja auch noch Aufträge zu erfüllen, bei anderen eben nicht. Da können wir einfach so erkunden. Also ich werde Noveria nicht gleich hinterher schmeißen. Pharos, Herkules. Ja, suchen wir doch erstmal Herkules. Auch in Ordnung. Schön. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Normandy, hier ist das Allianzkommando. Wir haben Ihre Präsenz im attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über GET-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Sie müssen landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die GET sie finden. Okay. Wir schauen uns hier erstmal um. Okay, hier gibt es nichts zu finden. Was haben wir hier? Hier können wir erkunden. Seated? Ich weiß es nicht. Durch die Nähe zum Herkulesstern erstrahlen die Stickstoff-Argon-Atmosphäre von Seated konstant in schillernden Blau- und violetten Farben. In Phasen heftiger Sonneneruptionen erstreckt sich diese Lichtphänomene über die ganzen Planetenoberfläche und könnte mit normalen optischen Hilfsmitteln aus einer Distanz von einigen astronomischen Einheiten beobachtet werden. Die senkend heiße Oberfläche von Incident besteht aus hauptsächlich Magnesium mit Vorkommen an Eisen, wie das mit dem Lesen gerade so gar nicht klappt, in dem unterirdischen Höhlensystem des Planeten. Geschützt vor dem Hitze- und Strahlungseinfluss Herkules lebt eine überraschende Vielfalt einfacher kohlenstoffbasierter Lebewesen. Entschuldigung. So, erkunden. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Cidet haben sie ein großes Trümmerfeld in geosynchronen Orbit gefunden. Bei mehreren aufwendigen Bergungsmanövern fanden Techniker Adams einige interessante Objekte, darunter auch ein Medaillon des Salarianerordens. Manchmal ist das so, wenn du dich einmal verhaspelt hast, dann kommst du da erstmal nicht mehr raus. Also bei mir ist das manchmal so. Okay, was haben wir hier? Sartorus ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, der von hochstehenden Schwefelwolken bedeckt wird. Zudem treten in den tiefen Atmosphärschichten Kohlenwasserstoffe auf. Auf der abgewandelten dunklen Seite des Planeten treten häufig heftige Elektrostürme auf. Ah ja, okay. Der hat aber eine schöne Farbe. Und was finden wir hier? Gold. Okay, cool. Danke. Okay, und dann gucken wir hier nochmal. Hier haben wir auch noch einen Planeten. Eletania. Warnung! Giftgefahr der Stufe 1. Ja, man soll sich nicht vom Äußeren täuschen lassen. Eletania scheint eine für die Besiedlung besonders geeignete Welt zu sein, aber leider täuscht der erste Eindruck. Ach was, die Oberfläche des Planeten ist mit einer dichten Schicht Moose, Algen und Flechten bedeckt und die Atmosphäre ist sauerstoffreich. Aber die dominante Lebensform sind mikroskopisch kleine, symbiotische Zelltierchen. Sie lassen sich nicht aus der Luft filtern und sind lebensnotwendig für die einheimische Flora. Leider verursachen sie einen anaphylaktischen Schock, wenn sie von nicht einheimischen Lebensformen eingeatmet werden. Das heißt, dass Siedler auf dieser Welt nur in luftdicht versiegelten Räumen oder Anzügen überleben können oder das ganze Ökosystem ausgetauscht werden müsste. Es gibt dennoch Pläne für eine begrenzte Kolonisierung oberhalb des Lebensbereiches der Zelltierchen oder in Gegenden, wo der Wind die Luft reinigt. Ja, das ist doch nett! Okay, gut, dann werden wir da wohl mal landen und schauen, was uns da so erwartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich auf einem Planeten leben möchte.
Nee, doch, eigentlich weiß ich das schon. Wo ich die ganze Zeit dann in so einem Schutzanzug rumrennen muss. Das ist ja auch irgendwie ätzend. So, wen haben wir denn jetzt hier? Wen nehmen wir denn mit? Weiß man nicht, biotische Stärke, Harmstärke oder kommen wir nehmen mal die beiden hier mit. Obwohl, Kampfstärke ist dann recht gering, ne? Dann machen wir das so. Okay. Gucken wir mal. Ich habe so einen Gedanken zu diesem Planeten. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich mich recht erinnere. Wir schauen mal. Wann muss ich denn überhaupt hin? Das sieht doch ganz gut aus. Die Richtung. Und da hinten finden wir auch noch was. Warte, lass erstmal hier hin. Das ist die Überwachungsdrohne. Aber wo ist das Datenmodul? Ja, eine affenähnliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Dann machen wir es wohl auf die harte Tour. Ach, Ashley. Okay. Wie Ashley sich auch noch darüber freut. Also zumindest klang es so. Und Goody, was haben wir hier denn noch? Genau, wir dürfen Äffchen jagen. Das ist super. Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Suche nach Mineralien. Ja, ja. Ja, ja. Und wir haben Gold bekommen. Wer hätte es gedacht bei dem Brocken? So. Ach, hey. Ja, okay. Oh, immer schön vorsichtig. Man braucht gar nicht einzeichnen. Einzeichnen, markieren. So, nun gut, dann schauen wir mal, ob wir das besagte Datenmodul bzw. das Äffchen, welches es gemopst hat, finden. Gehen los. Gehen los. Ja. Okay. Hier finde ich gar nichts. Hallo? Hat einer von euch ein Datenmodul? Okay, keine Ahnung. Anscheinend nicht. Ich kann hier nichts machen. Zu viele Felder. Ich verliere sonst die Orientierung.
Eigentlich war mir so, aber naja, gut, okay, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ah ja. Genau, so war mir auch. Warum konnte ich das bei den anderen nicht machen? Die haben nichts. Okay, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein bisschen buggy. Aber hier hat keiner was. Und wir sollten auch gleich wieder reingehen. Finde ich hier jetzt noch ein Äffchen oder nicht? Ich glaube nicht. Verschwinden wir mal wieder. Ja, ist jetzt die Frage, ist natürlich doof, ne? Wenn das jetzt buggy ist und nachher haben die Äffchen da hinten vielleicht was. Mensch. Okay, egal. Wir machen erstmal die anderen. Es ist herrlich mit diesen Bugs. Das ist klasse. Nein, alles gut. Notfalls muss ich das halt nochmal neu starten, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte. Dann ist das so. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, ein bisschen umständlich geplant hier, oder? Würde ich mal so behaupten. Oh Gott! Eieieiei! Stell dir vor, ihr müsst da drinnen sitzen, ey. Und dann diese Berg- und Talfahrt hier. Also für Leute, denen ein Auto schlecht wird, ist das echt doof. Ups, was war denn das? Ich komme. Alle nichts. Was? Wieso? Steck die Waffen weg. Es ist vorbei. Es ist nicht mal was passiert. Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt die Waffen rausgeholt haben. Okay, hier ist nichts. Kann ich hier hoch? Kann ich da rein? Oh, ich sollte mich vielleicht beeilen. Ja, aber wir können hier rein. Okay. Sehr schön. So, wir sind im Innenraum. Wunderbar. Genau, danach wollte ich auch noch gucken. Ich kann hier Punkte verteilen. Ui, und ich kann hier ordentlich Punkte verteilen. Bei mir natürlich nicht. Aber Ashley hat 8 Punkte, die ich verteilen kann. Oh, was können wir denn hier nehmen? Hier machen wir die Panzerung. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann machen wir hier. Und hier, dann haben wir aber immer noch 5. Erste Hilfe, Fitness. Und... Okay, und Liara. Ach, das geht gar nicht. Noch nicht. Es sei denn, wir würden... Ja, aber warte mal eben. Ich will jetzt nicht einfach... Lass es mal gucken. Asari-Wissenschaftler. Weiß ich nicht, wollen wir es voll machen? Ich lasse es mal so. So, jetzt können wir nämlich auch Heben nehmen. Ach komm, wir machen das hier voll. Elektronik. Ja, dann kriegen wir
kriegen wir die Stase noch. Erweitertes Werfen. Okay. Tagebuch, was haben wir denn im Tagebuch? Ist ja immer irgendwie nicht so ganz klar. Noveria. Ferras. Ferras Reisen, ja, ja. Das wollten wir ja noch. Ja, okay, gut. Egal. Wir machen hier jetzt erstmal weiter. Ich weiß gerade gar nicht, ob hier Ärger auf mich zukommt. Vielleicht sollte ich gleich einmal zwischenspeichern. Danke! Ist hier noch mehr offen? Nee, von hier sind wir gekommen. Hier geht's durch. Ich glaube, Ferros wird in diesem Part nichts mehr. Ich speichere definitiv. Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob der einen Zwischenspeicher hier macht. Kann ich gar nicht sagen. Möchte ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen. So, kleine Äffchen. Na? Er hat nichts. Nehmen wir auch mit. Warum gruselige Musik? Auch nichts. Warte, aber hier war noch ein Äffchen irgendwo. Du hast auch nichts. Hm. Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr. Ja, hier ist noch ein Äffchen. Ja. Die Mission ist ja irgendwie süß, ne? Nichts. Er hat auch nichts, aber hier gibt's was. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen später speichern können. Na, ist egal, ich kann ja notfalls mal noch speichern. Sag mal, Kollege, wo hast du denn hier... Wo habt ihr denn das Datenmodul gelassen? Hm? Willst du mir nicht verraten? Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Es ist ein Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Joker kann diese Infos an das Allianzkommando übermitteln. Ja, wo ist Ashley denn? Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Das war doch Ashleys Stimme, oder nicht? Wie sie abgegangen ist. Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Böses kleines Äffchen. Oh mein Gott, warum ist denn das hier so viel befahren? Ach, scheiße. Das wird nix. Ja, ja, ja. Notfalls muss ich mit Universal gehen. Will ich aber eigentlich nicht. Das bestimmt auch anderweitig gut gebrauchen kann. So, wunderbar. So, wir haben das Datenmodul. Heißt also... Oh, speichern. Ja, mach mal. So sieht's nämlich auch aus. Die Stelle sind unten.
Ey, warum denn, ey? Ein Schuss kriege ich ab und dann bin ich hier schon halb draufgegangen. Vor allem, wodurch? Hier, Liara, ich hab dich doch gerade so schick. Ja, Shepard. Shepard hat gerade keine Zeit. Ich weiß, dass ich hops gehe. Wo? Das ist unfassbar. Ah! Geh drauf! So gut wie neu. Gut wie neu. Wie viel haben wir denn hier noch? Mein Gott! Was ist das denn gewesen? Okay. So. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich ständig einen draufkriege. Liara! Was? Sie haben was gut bei mir. Ja. Ich sollte vielleicht ab und zu mal nach hinten gucken. Okay. Aber, oh, irgendwas ist hier noch. Irgendwas, Hilfe, warte doch. Aber irgendwas stimmt auch mit Ashley eben nicht, oder? Wo ist er denn? Was ist das? Wo denn? Ja. Na gut. Okay. Ja, gerade. Gebiet gesichert. Ja, es ist gerade noch mal gut gegangen. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir haben hier sonst auch nichts weiter. Wir können hier wieder raus. Alter Schwede. Nun gut, aber der Planet ist trotzdem noch nicht ganz durch. Wir haben noch ein Fragezeichen da gehabt auf der Karte. Und da werden wir jetzt auch noch hinfahren. Mach die mal weg. Ich glaube, das ist okay. So. Ja. Das ist eine sehr aufregende Mission hier. Mal, wo ist denn hier mein... Ach, da. Mein Gefährt. Dachte schon, das wäre jetzt weg. Oh, das wäre voll gemein. Wobei, ich glaube, man... Vielleicht könnte man dann einfach in die Innenräume gehen. Warte mal. Ich will mal eben hier... Den hier wegmachen. Hier könnten wir vielleicht noch hin. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Man könnte einfach in die Innenräume gehen und dann, naja, halt zurück zur Normandie. Keine Ahnung, ich hatte die Situation noch nicht. Gott sei Dank. Ja, ich weiß, ich fahre vorbei. Ich wollte nur gucken, ob sich hier irgendwie was offenbart. Gott. Opfer! Ja. Sehr elegant. Okay. Was ist das? Ah, Kurzschließung. Ach, hier ist schon wieder so viel los. Ja. Okay, nehmen wir mit.
Warte. So, letzte Station. Es sei denn, wir finden noch irgendwas anderes. Ich glaube, die anderen Punkte brauche ich jetzt ja nicht mehr. Weil das Datenmodul haben wir ja. Ich muss mich, glaube ich, auch langsam doch jetzt mal damit beschäftigen, dass ich vielleicht bei dem einen oder anderen Händler doch mal zuschlage. Boah, wo muss ich denn hier hin? Schaffe ich das hier rüber oder muss ich ganz rumfahren? Das war keine gute Idee, glaube ich. Ich muss da irgendwie rüber. Ah, oh, Leute. Ah, hier, okay. Ja, du schaffst das. Gib alles. What the fuck? Oh mein Gott. Hoch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das gesund ist. Nicht so schnell, warte. Obwohl, das sieht nicht so aus, als wenn wir hier Gegner zu erwarten haben. Eieieiei. Gut, dass wir hier zuletzt hingekommen sind. Ach so, meine Herren. Was ist das? Artefaktbergen. Ja. Ach du meine Güte. Die Untersuchung des seltsamen proteanischen Artefakts ergab, dass sich auf der Unterseite ein kleiner, unregelmäßig geformter Schlitz befindet. Sie erinnern sich an das seltsame Schmuckstück, das sie von der Asari-Konsortin auf der Citadel erhalten haben, nehmen es heraus und setzen es in den Schlitz ein. Der Ball explodiert in einem weißen Lichtblitz, der sie für einen Moment blendet und ihnen die Orientierung raubt. Langsam kehren ihre Sinne zurück, als sie aus einem tiefen Schlaf erwachen. Sie sind alleine im Wald, aber nicht weit von den Höhlen entfernt, in denen sie mit ihrem Stamm leben. Aha! Am Hinterkopf verspüren sie einen dumpfen Schmerz und eine kleine Beule, als wäre ein Kieselstein unter die Haut gerieben worden. Sie stützen sich auf ihren Speer mit der Knochenspitze und richten sich auf. Ein Geräusch über ihnen lässt sie aufblicken. Eine seltsame Kreatur lauert über ihnen. Sie ist anders als die Vögel, die sie sonst am Seeufer jagen. Sie hat keinen Kopf und keine Flügel und kann dennoch fliegen. Die Kreatur schimmert silbern und bewegungslos in der Luft, wie eine Wolke. Sie spüren, dass sie von ihr beobachtet werden. Aha. Sie heben ihre haarige Faust mit dem Speer und drohen damit der Kreatur. Die Kreatur fliegt schnell davon und verschwindet aus ihrem Sichtfeld. Mit einem zufriedenen Grunzen machen sie sich zurück auf den Weg zu den Höhlen und den Rest ihres Stammes. Sie gehen wieder ihren täglichen Pflichten nach, der Jagd nach Nahrung, die Kämpfe um Frauen und gegen andere Stämme, die ihnen ihr Revier streitig machen wollen.
Nach den entbehrungsreichen Tagen fallen sie nachts in tiefen Schlaf. Jedes Mal, wenn sie daraus erwachen, haben sie das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Dass da noch jemand anderes ist, der alles wahrnehmen kann, was sie sehen, hören und fühlen. In diesem Moment befühlen sie die seltsame Beule an ihrem Hinterkopf mit der Hand und erinnern sich an die silberne Kreatur in der Luft. Die Luft wird kälter, der Winter naht, auf der Suche nach Nahrung müssen sie immer weitere Wege gehen. Wegen der beißenden Kälte schlingen sie die Felle dichter um sich. Auf einer dieser langen Jagden kehrt der seltsame Vogel zurück. Sie können ihn hören, bevor sie ihn sehen konnten. Das ohrenbetäubende Brüllen kommt von oben auf sie herab. Der Vogel öffnet ein einzelnes riesiges Auge auf seiner Unterseite. Eine glühende Kugel. Sie versuchen davon zu laufen, aber aus dem Auge zuckt ein roter Lichtfinger. Das Licht umströmt sie und dann verlieren sie wieder das Bewusstsein. Gleich darauf erwachen sie auf Eletania. Sie liegen auf dem Rücken und das proteanische Artefakt steht unbeschadet über ihnen. Ihre Gefährten beugen sich zu ihnen hinunter. Sie helfen ihnen auf die Beine. Sie sind verwirrt. »Da war ein Lichtblitz, über den sie gestolpert sind«, sagte einer der Gefährten. »Alles in Ordnung, Shepard?«, fragte ein anderer. Sie antworten nicht gleich, sondern fragen sich, was diese Eindrücke zu bedeuten haben. Die Erinnerung eines Cro-Magnon-Jägers, der von einem proteanischen Datensammler gefangen wurde. Wie lange haben sie die primitiven Menschen von ihrer Basis auf den Mars aus beobachtet und die Ergebnisse analysiert? Was können sie daraus gelernt haben? »Es geht mir gut«, sagten sie schließlich und realisierten, dass dies ein Rätsel ist, das sie vielleicht niemals lösen werden. Vergessen wir die ganze Sache. Na toll. Dafür bin ich jetzt hergekommen, um es zu vergessen. Gibt's hier noch was anderes? Habe ich noch Zeit, mich umzugucken, oder gehe ich gleich hops? Oh, das wäre voll ärgerlich. Aber ich glaube, ich habe hier nichts weiter. Ja gut, das war Shepard und die Kugel. Abgefahren. Sehr abgefahren. Okay. Ansonsten haben wir hier nichts weiter und ich würde sagen, ich kehre dann gleich zur Normandie zurück und werde mich hier aber schon mal verabschieden. Und wenn man mag, darf man beim nächsten Mal gerne wieder einschalten und dann begeben wir uns auf nach Ferros. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss!